Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil. Wir sind vom, sagen wir mal so, dunklen Mittelalter, den dunkelsten Zeiten angeblich des Patriarchats. Aha. Ist keine Weinsorte, Acholler ist es auch nicht. Von den dunklen Zeiten des Patriarchats kommen wir zur Wunschsphäre. Wunschsphäre, Traumpartner, Traumpartnerin. Ich glaube, wir alle kennen das. Viele sogenannte Filmstars oder Popstars erfüllen sozusagen die Funktion des idealen Partners. Großgewachsen, muskulös, energisch, galant, charmant, so dieser James-Bond-Typus. Welcher Frau gefällt dieser alles könnende Mann nicht? Naja, er muss nicht James Bond sein, es kann auch anderer sein. Aber wie gesagt, hier wurde ein perfides Ideal aufgebaut, an dem natürlich die bierbauchgestellten Durchschnittsmännertypen möglicherweise erfolgreich scheitern sollen. Hier läuft ja sehr viel Perfidie, darf man ja auch nicht vergessen. Also das heißt, der Durchschnittsmann hat eben leider keine Zeit, sein halbes Leben im Fitnesscenter und im Solarium und an der Vitaminbar zu verbringen. Erstens einmal hat er die Zeit nicht und zweitens einmal, magari, das kostet auch ein bisschen was, ja. Also da ein Shake an der Vitaminbar, ein Eiweißdrink oder keine Ahnung, was da alles so kredenzt wird. Ich kann mich das vor Jahrzehnten erinnern, da waren alle möglichen Produkte. Ja. Ah, da ist dieser weiße Felsen, den ich damals eben einhändig nicht erreichen wollte, weil es mir einfach zu rutschig war. Ja. Naja. Und so haben wir eben jede irgendwie ein Idealbild. Sozusagen, das wäre das Maximum, das wäre der Traumpartner, die Traumpartnerin. Ich glaube, Stefanie Werger hat das ja damals in dem Lied irgendwas mit einer Nacht mit Ricardo oder was, wenn ich mich so dumpf erinnere, besungen. Sozusagen der Traumpartner, den man genau für eine Nacht und dann nie wieder hatte, oder ein paar Tage, oder was auch immer. Der Himmel hat sich auf Erden herabbegeben, und danach ist die Seifenblase zerplatzt, und zurück bleibt ein Meer von Tränen, hunderte niemals abgesendete Liebesbriefe, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Schön tragisch. Man schwört sich, ich werde nie wieder einen anderen, kennst du das ja vielleicht, oder? Eine andere oder was auch immer, ja, was auch immer. Schwer besetztes Thema, sehr schwer besetztes Thema, das kann ich dir sagen. Aber ich glaube, das wirst du ja selber wissen. Das ist auch in jungen Jahren, wie man so schön sagt, die erste Liebe. Über die kommt man nicht hinüber. Naja, es stimmt schon, ja, es ist schon vollkommen richtig. Es war ja nicht gedacht, es war ja nie geplant, dass sozusagen ein so reger Wechsel an Geschlechtspartnern, Tinder, glaube ich, heißt das, Tinder, wie die Zeit vergeht. Aber wie auch immer, hoppla, jetzt bin ich da reingestiegen. Und es war nie vorgesehen, ja, es war nie vorgesehen. Schamanismus weiß da, glaube ich, sehr, sehr viel darüber zu berichten. Partnerschaft ist ein sehr, sehr großes Thema. Und hängt natürlich mit Lebensenergie zusammen, gar keine Frage. Gar keine Frage. Aber dazu möchte ich vielleicht später mal was sagen, heute habe ich ein anderes Konzept. Naja, und vom Traumpartner, von der Traumpartnerin, die eine Idealvorstellung darstellen, die mitunter auch von körperlichen Attributen geprägt ist,
tritt dann irgendwann einmal der Fall ein. Und da weiß ich eben nicht Bescheid, da bin ich mir auch selber nicht im Klaren darüber, ja oder nein, möglich oder nicht möglich. Dritter Fall ein, des sogenannten, wie es glaube ich Sri Aurobindo so schön beschrieben hat, den Soul Counterpart, den Seelenpartner, die Seelenpartnerin. Schräges Thema, habe ich auch gestern die Tagesfrage in Zusammenhang damit gestellt. Solltest du bitte die Tagesfrage noch nicht, ja bitte wenn, sei so lieb, eine von fünf Möglichkeiten. Und wenn keine dabei ist, dann halt nicht. Ja, das ist hier wieder männliches Denken. Hier waren wunderschöne Brombeerbüsche, haben traumhaft getragen, aber irgendjemanden stört das. Warum auch immer, das ist sozusagen die Natur, das Weibliche wird halt eben... Ja, Volksgenossen, es muss alles streng reguliert werden. Ja, ja, das habe ich vergessen, genau so ist es, ja, genau. Richtig, so, das sind die Punkte. Naja. Soul Counterpart. Seelenpartner. Ganz schwieriges Thema. Schräges Thema. Der Lichtstrahl in der Gruft des Alltags. Ja. Stelle mir so schön vor. Man ist gefangen in seinen Alltagsroutinen, in seiner Aussichtslosigkeit, in der Planbarkeit bis zur letzten Station. Also das heißt, man hat da schon auf irgendeinem Friedhof sich ein Grab reservieren lassen oder in ein Familiengrab sozusagen sich schon einschreiben lassen. Also das heißt, alles schon geplant. Also das heißt, man kann eigentlich schon auf Urlaub gehen und die Ganzkörperprothese erledigt den Rest, gar kein Problem. Es gibt es ja heute, es gibt ganz Klon oder Clown oder wie das heißt, kann den Rest erledigen. Dein Typ ist nicht mehr gefragt, ja. Typ ist nicht mehr gefragt, niemand braucht dich mehr. Du funktionierst bestens wie ein Zahnrad im Räderwerk einer mit Blut betriebenen Maschine und dann passiert etwas Unvorhergesehenes. Etwas, was du schon lange vergessen hast. Ein Traum, den du schon lange nicht mehr geträumt hast. Möglicherweise hast du von diesem Traum gar nichts gewusst. Kann auch sein. Hast du nichts gewusst. Und dann kommt eine Begegnung. Eine Begegnung, wo die Zeit stehen bleibt. Wo die Routine Pause macht. Wo das Denken nicht mehr mitkommt. Wo der Verstand in einem Meer von Fragezeichen ertrinkt. Verstand weiß nicht mehr, was geschieht. Du hast keine Schublade, wo das hineinpasst. Dein Inventar, dein Alltagsinventar, ja, reicht nicht. Da ist nichts. Da ist nichts. Und trotzdem, und trotzdem ist es ein Gefühl, was du niemals hattest. Dieser andere Mensch, Partnerin, Partner, Mensch, Menschin, oder nenn es wie du es willst, ja, entspricht überhaupt nicht deiner Vorstellung vom Traumpartner, von der Traumpartnerin. Schaut ganz anders aus. Schaut ganz anders aus. Und du kannst dieses Erlebnis in keinster Weise einordnen, weil es eben im Terminkalender keinen Platz hat. Du weißt ja, wie das ist. So unvorhergesehene Störfaktoren will man ja so schnell als möglich, dass hier wieder, ja, Volksgenossen, machen Sie die Straße frei, hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Ja, richtig, ja genau. Aber irgendwie willst du nicht weitergehen. Komisch, oder? Kennst du das Gefühl?
Ich würde sagen, sprechen wir im dritten Teil weiter drüber. Ende.